kennen wir, glaube ich, schon. Was ist das? Ich kann dich fühlen, Schiffer. Ach, das bist du. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten. Im Nervensystem dieser Welt. Achtung. Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Wir segnen den Arm dessen. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Nein, nein, nein! Hier stimmt was nicht! Verflucht doch mal! Sollte da sein! Jetzt! In einem gottverdammten Schädel! Fuck, 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 fuck! Warum bist du noch da? Zum Animus zurückkehren. Der wollte uns verarschen, der Typ. Der wollte, dass dieses Wesen in unseren Kopf steigt. Also wir wissen ja, wer es ist. Ich habe es im Namen vergessen. Aber wir haben ja Assassin's Creed 3 gespielt, also ich hab's vollständig gespielt. Der hat uns verarscht. Zum Animus zurückkehren. Erfolgreich freigeschaltet, Bunkerfreunde. Er hat uns verarscht. Die Anklage, Sir, verliest sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonnie, seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott, inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tag. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonnie... Geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet, bis ihr kommet zum Tod. Tod! Tod! Oh, Rotz! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen. Wir sind schwanger! Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie!
Okay, gut. Das ist natürlich auch noch ein Zombie, wo nicht gehangen wird, ne? Also ich meine, nur so. Wie ist dein Name? Lump? Kenmore? Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Meinst du? Na, wie auch heißen mag. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße marschieren, wenn sie wehtun, ja? Still Mach jetzt. Das Ding auf! Einfach schütteln. Oi! Hör auf damit! Ich schüttel einfach mal ein bisschen am Käfig rum. Oi! Ich warne dich! Da ist was im Busch. Hey! Ich warne dich! Guten Morgen, Captain Kenway. Ich habe ein Geschenk für euch. Guten Morgen, Captain Kenway. Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von ihr. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns. Na dann. Den Eingang zum Gefängnis erreichen. Oh mein Gott, also die beiden haben sich schwängern lassen, sitzen im Knast und hübsche Anne ist also jetzt auch Piratin. What the fuck, was läuft denn hier rum? Das habe ich gar nicht gemerkt. Ach ja, weißt du, ich habe noch nie Probleme mit vielen Leuten gehabt. Endlich habe ich ein Schwert. Jetzt aber. Boah, ist witzig. Ich hasse diese beiden in der Kombi miteinander. Ich hasse diese beiden in einer Kombi, ey. Der eine blockt den anderen Angriff und der andere tut nicht blocken. Das ist genau das, was man nicht braucht. Also Schlafpfeile. Ja, klasse, also der Eingang zum Gefängnis ist wirklich gut. Wie komme ich denn jetzt da rein? Oh, Eingang gefunden. Weiter geht's. Aber das ist ein Gefängnis oder wie?
muss hier hoch. Beide gleichzeitig an. Los, komm, Team. Habe ich gleich meine ganzen Waffen wieder? Also mein Geld habe ich noch, das haben wir anscheinend nicht weggenommen. So. Glaubt ihr wirklich, ich habe nicht vor, das gesamte Gefängnis hier für meine Freunde auf den Kopf zu stellen? Ich habe mich aber getäuscht. Ich habe das Problem geklärt. Und ich muss dahin. Ach, Hallöchen. Ich suche also zwei bildhübsche Frauen in einem Kerker voller Kerle. Und dazu brauche ich das Adlerauge, wirklich? Was für eine billige Bewaffnung. Scheint noch ein paar zu sein, aber das soll jetzt auch nicht weiter stören. Mary? Mary, ich bin's, Edward. Edward? Und wer ist das? Alles gut, Anne. Er ist dein Freund. Was ist mit Mary? Sie ist krank. Und ihr Kind? Die haben es. Weiß nicht wo. Ach, das sind schon so. Wir müssen leise sein. Kannst du gehen? Das ist schon 9 Monate her jetzt. Ach du Scheiß. Stütz dich auf Mary. Na komm. Wir waren 9 Monate im Knast. Ich kann nicht. Durchsuch die Zellen! Komm, genauso. Komm schon, los. Das wird wieder. In den Schrank da hinten. Nur in den Schrank. Halt nicht, bitte. Ich lass dich nicht zurück, verdammt, heb deinen Arm. Komm in den Schrank, in den Schrank, in den Schrank. Aber soll ich mal in den Schrank, wir müssen komplett. Das geht nicht. Komm schon. Es ist niemand hier! Ich gehe nicht ohne dich. Auf keinen Fall. Lass mich rund, Edward. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist zwar eine Schweinerei. Verdammt.
Du hättest die sein sollen, die mich überlebt. Mein Teil ist getan. Und deiner? Bliebst du bei mir, könnte ich es. Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Bei dir. Durchsucht ihr jeden Winkel!